Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Zu diesen Blumen muss ich euch was Lustiges erzählen. Ich bin morgens aufgestanden und habe diese Blumen gegossen. Und anschließend gehe ich runter und mache mein YouTube an und gucke immer, welche schönen Videos gibt es da. Und sehe ein Video von Julie Pouring Your Heart Out, in dem sie genau eine solche monochrome, also schwarz-grau, weiß-graue Blume gemacht hat. Da musste ich erstmal ein bisschen lachen. So, with this flower, I really have to tell you kind of a funny story. I got up in the morning and I went upstairs in my craft room and I made those flowers. And after I poured them, I went downstairs, made a coffee and opened my YouTube, just watching who posted something new. And I saw a video from Julie Pouring Your Heart Out, where she made exactly like these white and gray silver flowers. So it was kind of funny. So Julie, if you're watching my video, I really had to laugh. Your flowers turned out amazing and I hope you like mine as well. So I cannot say I'm inspired, but we had the same thought at this point. So I already told you what I'm going to do. We make a white flower with alcohol inks in silver and black. Wir machen also eine Blume und zwar in weiß und in schwarz und in silber. Und ich möchte daraus aber Schälchen machen und keine Untersetzer. So we are going to turn them into a bowl. Ich habe mein Harz angemischt und fülle das in die Form. Pule da die kleinen Bläschen raus, die sich da immer ganz gerne in der Ecke festsetzen. Also in der Ecke, das ist eine runde Form, ne? Aber in diesen Blütenblättern ist immer so eine kleine Blase. Die hole ich raus und dann fangen wir auch schon mit den Inks an. So, I just pour my clear resin into my mold. I release all the bubbles. I always have like one bubble in each petal. So I just release those bubbles and then we can start with the alcohol inks. Nein, ich habe vergessen, ich nehme ein bisschen Prism Silver Glitter und streue ein ganz bisschen Glitzer noch rein. So, I just start with my Prism Silver Glitter. It's from Laura's Art Corner. If you are in the US, check out her website. She has amazing glitter. And I just take some of this glitter and just sprinkle it into each petal of my mold or of my flower. Ich nehme also diesen Glitzer. Verteile den so ein bisschen diesen Blütenblättern. Das ist kein, das sind keine Silberbits, die jetzt extrem schwer sind und absinken. Das sind so kleinere, etwas leichtere. Die werden trotzdem nachher irgendwo an irgendeiner Stelle sinken, aber halt nicht so wie diese Glasbits, dass die direkt untergehen. So this glitter is not as heavy as those glass bits or metal bits. So they will sink, but they will not sink as fast as these kind of glass bits do. So I'm just spreading them out a little bit and then we will go in with the inks. Ich habe als Ink einmal von Marabu das Silber. Das schwebt auch oben auf, aber das ist nicht ganz so krass wie das von Pinata. Und ich habe schwarze Alkoholinks. So this is my silver alcohol ink. It's from Marabu and it's floating on top, but it's not as highly like metal pigmented like the Pinata inks are. The Pinata gold and silver, you really get a silvery or a metal surface and these are not that strong. Also mit den von Pinata bekommt man ja wirklich so eine richtig metallische Oberfläche. Bei denen, wie gesagt, auch, aber die sind nicht ganz so stark. Deswegen nehme ich die und in die Mitte tropfe ich mir einen Tropfen schwarz. So, I just make my silver and then one drop of black alcohol ink in my center. And then I will go in with my silicone tool and kind of swirl it around a little bit. Because I don't want to have like those rings. You can see it on the right coaster. I just want to spread it a little bit. Also ich möchte nicht diese, ihr seht diese Ringe da rechts, die ziehen sich zwar noch zusammen, aber ich möchte meiner Blume nachher keine silbernen, Kleckse, Blobs sind es ja nicht, die sinken nicht, aber so silberne Flecken haben. Deswegen gehe ich einmal quasi mit meinem Silikonpinselchen hier durch und verteile mir die ein bisschen. Guckt hier einfach zu, da brauche ich jetzt nicht wirklich viel zu erklären. Ich swirl da einfach nur ein bisschen rum und dann melde ich mich gleich wieder bei dem Weiß. So just watch me kind of swirling around and I will talk to you in a second when we start with the white.
So, genug geswirlt. Ich bin also jetzt glücklich mit meinem Design. Enough swirling, I'm happy with my design. And now I go in with my white. It's again, like always, just my clear resin mixed with white pigment paste. Das ist also wie immer, das mache ich bei Blumen grundsätzlich, das ist immer mein klares Harz mit weißer Pigmentpaste gemischt. Und ich male mir diese Blume jetzt quasi wieder. Ich gehe quasi in jedes Blütenblatt rein, fange in der Mitte an, swirle rum. Ich mache euch den Teil gleich auch ein bisschen schneller, damit es nicht langweilig wird für euch. Und ja. Verteile einfach ordentlich mein Weiß. So I just go in with my white, like a little circle in each petal, and then I start in the center, going from the inside to the outside in kind of wiggly motions. Random pattern, it's not something special. I will speed up this part so it doesn't get too boring for you. I just kind of throw in my white in the mold and then I will shape the flower. But let's start with this first. I will speed up. And then I will see you behind my little time-lapse. Also, ich mache das ein bisschen schneller, dann sehen wir uns nach dieser kleinen Geschwindigkeitserhöhung sofort wieder. Na, das war mal Geschwindigkeit, oder? This was a really fast time-lapse. I think it was times 10. Ich habe das, glaube ich, mal 10 gemacht. Jetzt gehe ich einfach mit meinem Pinselchen hier rein. Und das Tolle an dieser Form, übrigens die Form ist diese Flower-Form von Molds and Shapes. Das Tolle an der Form ist, die ist schon so vorgeformt, dass man also ganz einfach dieser Form nur folgen muss. So the mold is the flower mold from Molds and Shapes. And what I really love about this mold, it's already shaped obviously like a flower and you don't have to really think about where you go from inside to the outside or outside to the inside. You already have the pattern, so it's really, really simple. Yeah, basically that's it. Now we just let it cure and then we will take it out of the mold while the resin is still bendy, so we can shape a bowl. Wir lassen das Ganze jetzt aushärten und zwar so lange, dass das Harz noch biegsam ist, damit wir es dann quasi zu einer Schale machen können. So, ihr seht schon, das Silber hat sich in die Mitte gezogen, die Blüten sind sehr zart geworden, das wollte ich auch so. Und wir können das Ganze jetzt entformen. So, as you can see, the silver kind of moved towards the center. And the petals, the white is very wispy. So, this was exactly my goal. And now you can see the black center and the silver in the background. And as I mentioned, they are still bendy, but not super bendy. I cannot give you an exact time when to demold these pieces, because it really depends on on the kind of resin you use, of your room temperature. So they have to be bendy, but they don't have to be like super soft, because otherwise you get fingerprints. Ich kann euch gar nicht eine genaue Zeit sagen, weil ich immer wieder gefragt werde, wann ich entforme. Das kommt wirklich auf euer Harz an. Raumtemperatur und und. Es soll halt noch biegsam sein, aber es soll natürlich nicht so weich sein, dass es euch zerläuft oder wenn ihr das in die Form drückt, dass ihr totale Fingerabdrücke oder so kriegt. Deswegen ist das immer schwierig, einen Zeitpunkt zu nennen. Ihr müsst das wirklich ein bisschen ausprobieren mit eurem Harz, was ihr nutzt. Ich drücke mir die jetzt einfach so in die Schälchen rein und dann sind wir auch fertig. So, they are in the bowl and now we will let them cure. Here's my final result. I painted my edges in silver. And yeah, I hope you liked it. If so, give me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video. Hier ist das fertige Ergebnis. Ich habe die Ränder noch silber angemalt und ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.